tell the truth. You don't feel the crap that I feel. And everything goes round and round in circles. Your eyes are like a mirror to a miracle. Yeah. You're a miracle to me. Well, something in my heart keeps me there. No, baby, baby, enough's enough now. Can't you see? Say or do, but just killing me. And everything goes round and round in circles. Your eyes are like a mirror to a miracle. Yeah. I wonder what you've done to me. I can see. Can't you see, baby? Something in my heart keeps me doing that, yeah. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen hier auf der Waldbühne. Endlich wieder Open Flair und natürlich auch Open Flair Gottesdienst. Unter freiem Himmel hier im Wald. Euch alle hier begrüßen zu können, das freut uns als Gottesdienstteam natürlich ganz besonders. Wer das Plakat vorne auf dem Liegeblatt betrachtet, kann sicher nachvollziehen, warum wir uns im Gottesdienstteam in diesem Jahr für das Thema Freiheit entschieden haben. Das Plakat zeigt einen Soldaten im Lichtkegel der Sonne im völlig zerstörten Stahlwerk von Mariupol. Wochenlang hatten Soldaten und Zivilisten in der heftig umkämpften Stadt Widerstand geleistet, bis sie schließlich im Stahlwerk ihre letzte Zuflucht suchten. Wochenlang hatten sie im Dunkeln ausgeharrt, gehungert, gezweifelt, gebetet. Der Lichtstrahl, den wir auf dem Bild sehen, war das erste Tageslicht seit einer gefühlten Ewigkeit. Dieser Moment wurde aufgenommen vom ukrainischen Fotografen Dymtro Kozakski, der sich zurzeit in russischer Kriegsgefangenschaft befindet. Er hat seine Bilder, die er während der Belagerung geschossen hat, der ganzen Welt kostenlos zur Verfügung gestellt. Wie unfrei wir alle plötzlich werden können, erfahren wir täglich über die Medien und spüren die Konsequenzen deutlich. Wir bekommen es mit, sei es am Supermarkt oder an der Zapfsäule, mal von der Steigerung der Nebenkosten ganz abgesehen. Mit dem Thema Freiheit haben wir uns also in der Vorbereitung für diesen Open Flair Gottesdienst beschäftigt und natürlich auch mit der Frage, wer zu diesem Thema Antwort stehen kann. Und so sind wir auf dich, lieber Reinhard Schmidt, gekommen. Als Theologe, Referent, Moderator und Kabarettist bist du ein wahres Multitalent. Und den Sportinteressierten unter uns bist du vermutlich eher als Tischtennisspieler der Spitzenklasse bekannt. Medaillen in sämtlichen Farben hast du gesammelt, von den Paralympics, den Europa- und den Weltmeisterschaften. Daran hast du teilgenommen. Und so
begrüßen wir dich ganz herzlich. Wie schön, dass du da bist und für uns die Predigt halten wirst. Für die musikalische Umrahmung konnten wir einen echten Hochkaräter gewinnen. Was ihn kennzeichnet, ist sein Gitarrenspiel, das sich vor Eric Clapton auf keinen Fall verstecken muss. Und ganz besonders seine Stimme. Wer kann schon von sich behaupten, The Voice of Germany gewonnen zu haben oder den Vorentscheid des Eurovision Song Contestes? Sie wissen, was ich meine. Und er ist heute hier, um uns daran teilhaben zu lassen. Andreas Kümmert. Und zu guter Letzt die Gemeindelieder, die wir singen werden, werden begleitet von einer kleinen Musikantengruppe, die sich aus unseren eigenen Reihen zusammengefunden hat. Gernot Hübner an der Gitarre. Anke Salzburger an der Flöte. Antonia Salzburger am Horn. Und Helene Salzburger am Gesang, zusammen mit Guntram Jäger. Jungs, was seid ihr eigentlich heute angezogen? Tja, du hast uns gesehen, wir sind rumgelaufen. Wir haben die Menschen gefragt, wir haben einfach mal Dinge eingesammelt. Wir wollen wofür habt ihr Dinge eingesammelt? Den Frieden und die Freiheit müssen wir verteidigen. Okay. Das ist ja im Moment echt ein Problem. Wir sehen es auf dem Bild, auf dem Gottesdienst und was hilft da? Waffen wäre eine Möglichkeit. Also, und die Eschweger unterstützen Frieden und Freiheit? Mit allem, was sie haben. Okay. Wir haben Sachen bekommen, hätte ich eigentlich nicht für möglich gehalten. Okay, da können wir richtig viel Geld mitmachen. Okay, da wollen wir mal gucken, was die Eschweger und die aus der Gegend kommen, so für den Frieden und die Freiheit übrig haben. Ist einiges zusammengekommen. Also natürlich das leibliche Wohl ganz zuvorderst, auch auf dem Schlachtfeld muss man ja versorgt sein, deswegen Trinkflaschen, ganz wichtig. Würdet ihr die direkt ins Schlachtfeld bringen? Das könnte man eigentlich fast so übernehmen, würde ich sagen. Okay. Können wir gleich liefern. Also ein Schluck Wasser für die Front. Ich habe hier den Sonnenhut gesehen. Okay. Da würde ich sagen, den kann man 1:1 umtauschen in Kampfhelme. Kampfhelme, ja. Also Sonnenhut gegen Kampfhelm, das könnten wir eigentlich so machen. Das hatten wir schon mal ganz am Anfang, dass wir Kampfhelme brauchten. Ich weiß nicht, wie die Versorgungslage mit Kampfhelmen im Moment ist, aber da könnten wir einen mehr dazu kriegen. Wunderbar. Ja. Herzlichen Dank für den Kampfhelm. Was haben wir denn noch so gekriegt? Ja, was auf jeden Fall immer hilfreich ist, sind zahlreiche elektronische Geräte. Nicht, weil das Netz da so gut ist, weil die richtig viel Schotter geben. Was haben wir denn hier so? Aber wir haben ganz viele Handys, sowohl alter als auch neuerer Natur. Also ich hätte hier so ein Samsung. Was bringt uns das? Ja, also 200 pro Stück in der Schweiz, wenn man noch die eine oder andere Kreditkarte oben drauflegen, kommt vielleicht noch ein bisschen mehr darum. Also okay. Das sollte schon ordentlich was sein. Was hast du noch? Hier haben wir was, da können wir richtig viel Geld mitmachen. Okay. Deutscher Reisepass. Ich glaube, es ist der zweitbeste oder sogar der beste Pass, den man haben kann auf der Welt. Warte, ich gucke kurz, okay, in Bochum ausgestellt und noch nicht abgelaufen. Was bringt sowas auf den Markt? Unbezahlbar. Große bestimmt. Zwei große. Was kriegt man da? Jetzt rechnen doch mal einfach mal um in Haubitzen. Oder wenigstens in Munition oder so. Ja, also ich denke, 5 Haubitzen kriegen wir da schon für. 5 Haubitzen? Wenn wir gut verhandeln können, oder? Also super. Man muss ja mal ein bisschen Hoffnung haben. Ja, Hoffnung ist wichtig. Ich glaube, ich kann was drauflegen. Also ich habe hier gerade mal geguckt, Masern, Tetanus. Wie sieht es mit Covid aus? Ja, Covid dabei? Hier, volles Haus. Volles Haus? Also okay. Einmal Covid. Gut. Deutscher Impfpass und Reisepass zusammen. Also was will man mehr? Den könnten wir jetzt hier eigentlich gleich versteigern. Wer bietet was? Ist für den Frieden und die Freiheit. Eben, sie ist so zögerlich. Naja, wenn nicht. Darknet? Ja, Darknet funktioniert immer. Okay, gehen wir mit ins Darknet. Was hätten wir denn noch so? Ich sehe hier noch, hier so, sowas noch. Was die Portemonnaies, ja. Okay. Mal, was ist da so? In Blau, gut, naja, modisch, okay. Ordentlich was an Karten. Oh, ja. Ich habe gehört. Warte, da muss ich nochmal genauer gucken. Turm Baumarkt. Turm. Braucht man hier. Hier, DM Rewe Marke
Wenn da noch Payback-Punkte drauf sind, wer weiß, wie viele Punkte da drauf sind. Ja, da kriegst du Pfannen und Pfannen. Kannst du umsetzen? Ja. Okay, was kriegt man für so eine Teflon-Pfanne? Also Teflon ist schon gut, da können wir schon mit einigen rechnen, würde ich sagen. Okay. Bisschen Bargeld ist auch drin, das nehmen wir gleich mit in die Kriegskasse. Kriegskasse? Ja. Okay. Bilder von den Enkelkindern, nee, da kann man nichts mitmachen. Aber hier hätten wir noch einen Ausweis, so ein ganz normaler Person. Ausweise sind auch immer gut. Kommt drauf an, ob noch gültig. Aber wenn, dann würde ich den ähnlich einschätzen wie den Reisepass. Ja, mindestens drei Viertel Reisepass. Ein Ausweis, mindestens drei gut. Viertel Reisepass. Ja, Jungs, herzlichen Dank. Ich sehe noch so ein paar Portemonnaies und so weiter. Das müssten wir jetzt mal wieder so zuordnen hier, ne? Danke, danke, danke. Ein bisschen Memory spielen, schadet ja nicht, ne? Ja, was denkt ihr, was ist zusammengekommen? Reicht's für Leo, für eine Haubitze, für ein bisschen Munition? Denke ich schon. Da sind wir auf jeden Fall mit dabei. Guckst dir an, was es ist. Ja. Genau. Kannst und wenn man heben so viel. Also das wäre so unser Eschweger Beitrag für den Frieden und die Freiheit. Genau. Und Helme gibt es noch oben drauf. Okay. Das ist selbstverständlich. Lass uns Gottesdienst feiern und überlegen, ob es noch andere Wege gibt. Danke. Liebe ist nicht nur ein Wort, Liebe, das sind Worte und Taten. Als Zeichen der Liebe ist Jesus geboren, als Zeichen der Liebe für diese Welt. Freiheit ist nicht nur ein Wort, Freiheit, das sind Worte und Taten. Als Zeichen der Freiheit ist Jesus gestorben, als Zeichen der Freiheit für diese Welt. Hoffnung ist nicht nur ein Wort, Hoffnung, das sind Worte und Taten. Als Zeichen der Hoffnung ist Jesus lebendig, als Zeichen der Hoffnung für diese Welt. Das Volk Israel war aus der ägyptischen Gefangenschaft befreit. Aber der Weg in die Freiheit führt durch die Wüste und Freiheit ist äußerst mühsam. Ich lese aus dem Buch, vierten Buch Mose. Das Volk beschwerte sich beim Herrn, wie schlecht es ihm gehe. Von überall her hatten sich ihnen Leute angeschlossen, die gierig auf Fleisch waren. Da fingen auch die Israeliten wieder an zu jammern. Warum haben wir kein Fleisch zu essen? In Ägypten hatten wir Fisch umsonst, dazu Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. Doch hier haben wir nur Manna. Das können wir nicht mehr sehen. Mose hörte das Volk jammern. Alle Familien standen vor ihren Zelten und beklagten sich. Da geriet der Herr in großen Zorn. Auch Mose war böse auf das Volk. Er fragte den Herrn, was spielst du deinem Knecht so übel mit? Warum bist du nicht auf meiner Seite? Du hast mir das ganze Volk aufgeladen. Bin ich etwa seine Mutter? Habe ich es zur Welt gebracht? Wie kannst du da zu mir sagen, trag es so fürsorglich auf deinen Armen, wie man einen Säugling trägt? Trag es in das Land, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Woher soll ich Fleisch nehmen für dieses ganze Volk? Sie liegen mir in den Ohren. Gib uns Fleisch zu essen. Ich kann diese Last nicht allein tragen. Sie ist zu schwer für mich. Bevor du das von mir verlangst, lass mich lieber sterben. Ich kann mein Elend nicht mehr mit ansehen. Da sagte der Herr zu Mose, versammle vor mir 70 Männer von den Ältesten Israels. Sie sollen dir als Älteste des Volkes und als Verwalter bekannt sein, bring sie zum Zelt der Begegnung. Dort sollen sie sich zusammen mit dir aufstellen. Ich werde herabkommen und dort mit dir reden. Ich will ihnen etwas von dem Geist übertragen, den ich dir gegeben habe. Dann können sie zusammen mit dir die Last des Volkes tragen und du bist nicht mehr allein.
Mose ging hinaus zum Volk und sagte ihm, was der Herr angedroht hatte. Er versammelte 70 Männer von den Ältesten des Volkes, die stellte er rings um das Zelt der Begegnung auf. Da kam der Herr in einer Wolke herab und redete mit Mose. Auf die 70 Ältesten übertrug er etwas von dem Geist, den er Mose gegeben hatte. Amen. Gott, in meinem Leid und in meinem Kummer sehne ich mich so sehr nach dir. Halte mich bitte fest, so wie du jeden Menschen hältst, der dich ruft. Meine Seele ist so leer, sie kann nur noch nach dir schreien, Gott. Halte mich fest in deiner Hand, damit ich nicht auch dich noch verliere. Gibt es überhaupt noch einen Weg für mich? Ich sehe keinen Ausweg mehr. Und allein schaffe ich es auf gar keinen Fall. Zeig mir ein Ziel und mach mich wieder mutig und stark. Stütze mich auf dem Weg zum Ziel und wenn ich falle, dann trag mich weiter. Hab doch Mitleid mit mir und öffne mir eine neue Zukunft. Auch wenn ich in meinem Leben immer wieder von deinem Weg abgekommen bin und auf eigenen Wegen umhergeirrt bin. Einsam stehe ich jetzt vor dir, elend, ohne Mut und Kraft. Ich kann nicht mehr. Aber wenigstens weiß ich, dass du bei mir bist, mich siehst und mich in deinen Erbarmen einhüllst. Jetzt setze ich meine ganze Hoffnung auf dich. Mein guter, großer Gott, lass nur nicht zu, dass ich auch dich noch verliere. Amen. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In Sorge, im Schmerz, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Einsicht, Beistand bitten wir. In Ohnmacht, in Furcht, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Heilung, Ganzsein, Zukunft bitten wir. In Krankheit, im Tod, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir. Wir hoffen auf dich, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein.
es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Hallo, Günni, danke für die Einladung. Herzlich willkommen, nett, dass du Zeit hast. Mensch, endlich mal wieder Grillparty bei dir. Vor 2 Jahren keine Party wegen Corona, letztes Jahr keine Party wegen Corona. Da lassen wir es heute Abend mal richtig krachen, was? Was? Kommt denn noch? Wer kommt denn noch? Bestimmt der Dieter, der Klaus, Richie und Jürgen. Wie sonst auch. Mann, Mann, Mann. Da gibt es viel zu erzählen. Die kommen alle 4 nicht heute. Wie, die kommen alle 4 nicht? Oh, verstehe. Positiv getestet. Da kann man nichts machen. Wer kommt stattdessen? Nee, Rainer, nicht positiv getestet. Ich habe außer dir niemanden eingeladen. Du als mein bester Kumpel bist der einzige Gast heute. Da bist du aber sehr vorsichtig, Günni. Corona hat doch inzwischen seine Schrecken verloren. Es ist nicht wegen Corona, Rainer. Nicht wegen Corona? Nein, nein, Rainer. Guck dich um in der Welt. Vielleicht verstehst du es dann. Vielleicht verstehst du es dann? Vielleicht verstehst du es dann? Naja, die Unsicherheit in der Welt. Alle Preise gehen nach oben, in allen Bereichen. Da kann ich mir eine Party mit 6, 8 Leuten einfach nicht leisten. Ach, so ist das. Ja, so ist das. Der Dieter und der Jürgen, die haben sonst immer Steaks in Massen um 2 Würstchen gegessen. Und gesoffen haben, wie die Kesselflicker. Richtig, Rainer. Und genau darum geht's. Für 8 Würstchen 10 € bezahlen und für 8 Steaks doppelt so viel. Dazu bin ich zurzeit nicht bereit und 30 Liter Fassbier kann ich mir auch nicht leisten. Verstehe, Günni. Naja, ein Steak schmeckt ja auch zu zweit gut. Hast du sie selber mariniert wie sonst? Die waren sonst immer so super lecker. Nee, Rainer. Es gibt heute nur Würstchen, keine Steaks. Macht nix, Günni. Eine echte nordhessische Bratwurst, wenn die gut gegrillt ist und schön saftig ist, mehr brauchst du nicht. Die vorgebrühten aus dem Discounter. Die waren im Angebot. Für 4,99. Die gibt's heute, aber nur 2 für jeden, den Rest friere ich ein. Egal, Günni. Die spülen wir dann mit einem guten Eschweger Fassbier und du hast doch bestimmt wieder das 5-Liter-Fässchen gekauft. Nee, Rainer. Habe ich nicht. Im Supermarkt gab es Dosenbier im Angebot. Da habe ich 2, 3 Dosen für jeden gekauft. Tja, Günni. Keine Kumpels auf der Party, keine Steaks, kein Fassbier, die Stimmung im Keller. Da zahlen wir aber einen hohen Preis. Und du verstehst, was ich meine. Das stimmt, Rainer. Da hast du vollkommen recht. Aber das ist der Preis der Freiheit. Beauty in the moonlight. Oh.
sit tied into a kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from her lips, she threw the hallelujah. 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 Andreas Kümmert, vielen Dank. Andreas, danke. Du hast mir einen Schauer über den Rücken laufen lassen. Ich kenne das Lied natürlich, wer kennt es nicht? Halleluja. Aber so wie du es gesungen hast, ein spirituelles Ereignis. Vielen Dank. Freiheit. Was für ein großes Thema. Ich hoffe, ihr fühlt euch frei. Alle, die bei dem Open Flair Festival als Besucherinnen, Besucher dabei sind. Ich habe nachgefragt, wie heißt ihr eigentlich? Also die Künstler heißen Künstler oder Künstlerinnen. Die Besucher heißen Flarries oder Oldies. Opies heißen die von Open. Ich weiß auch gar nicht genau, wie ich euch begrüße, weil ich will ja auch niemanden einschränken hier. Sehr geehrte Damen und Herren, ist ja auch schon, ne, die dazwischen sind oder links und rechts drüber hinaus. Ich habe mir angewöhnt, um alle wirklich inklusiv und politisch korrekt zu begrüßen, einfach zu sagen, liebe Primatenabkömmlinge. Ja, ich denke... Damit seid ihr hoffentlich alle herzlich willkommen geheißen worden. Ich bin seit Freitagabend auf dem Festival und ich muss sagen, es ist ein Ort der Freiheit. Und wenn ich es richtig verstanden habe, also im 1. Korinther 3, Vers 7 steht, Gott ist Geist und wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Also muss Gott hier gewesen sein. Also er ist noch hier, auch heute, morgen, aber eben auch gestern beim Festival, wo ich war. Und das nicht beim Konzert von Biffy Clyro. Der Typ sah auch aus wie Jesus, war aber ein bisschen mehr tätowiert. Ja, ich weiß nicht, wer gestern Abend, Samstagabend, 22:30 da war. Habt ihr ihn gesehen? Ja, wie Jesus, ne? Oder ich stelle mir Jesus so vor. Aber es war auch ein spirituelles Ereignis für mich, weil die Menschen fühlen sich so wahnsinnig frei. Und das konnte man an verschiedenen Dingen ansehen, zum Beispiel Klamotten. Es gab wirklich alles an Klamotten, was da rumlief. Okay, es war viel Schwarz dabei, das habe ich auch gesehen. Es gab einige sogar unterschiedlich farbige Turnschuhe, ne, wo wir gerade beim Grillen getan haben. Ich glaube, ich habe sogar eine Korthose rumlaufen sehen. Das war für mich das Highlight. Ja, Kurzhosen natürlich, bunt und so weiter. Also jeder hat genau die Klamotten angezogen, die er oder sie oder es wollte. Das hat man gemerkt. Aber auch die Musik. Es gab eine unglaubliche Bandbreite. Vermisst habe ich Schlager.
und Oper. Aber ansonsten war, glaube ich, alles dabei und jeder hat irgendetwas gefunden, wo das eigene Herz in Schwingung geraten ist. Also ich habe Leute tanzen sehen, manche haben auf den Plätzen getanzt, manche sind sitzen geblieben, manche haben völlig außer dem Rhythmus getanzt, manche haben getanzt, da dachte ich, scheiße, epileptischer Anfall. Aber jeder hat es genauso gemacht, wie er wollte und das finde ich super. Also hier war echt Freiheit und es gab total Ausgeflippte, es gab aber auch schüchterne Menschen und es gab so Normalos. Ich hatte übrigens einen Backstage-Pass, das ist super, weil da bist du bei den und die Künstler sehen noch ein bisschen anders aus als so das Volk, das muss ich auch sagen. Also alle waren wahnsinnig tätowiert, es gab wahnsinnig viele voll tätowierte Menschen, da fühlte ich mich ein bisschen normal. Ich habe nachher gedacht, ey, danke Gott, dass ich kurze Arme habe, sonst wäre ich ja überhaupt nicht auffällig. Also, oder irgendwie Außenseiter in der Truppe, ja. Also insofern, für mich ist das hier super. Also ich danke dem Team, dass ihr mich eingeladen habt, hier zu predigen. Es ist mein erster Gottesdienst bei einem Open-Air-Rock-Kleinkunst- und Kinderfestival, so heißt es ja ganz offiziell. Meine erste Predigt oder mein Talk, wie es so heißt. Und tatsächlich, das muss ich auch noch ganz schnell sagen, viele der KünstlerInnen auf der Bühne haben die Zuhörenden, die Audiences aufgefordert, ne? Clap your hands und das alle über dem Kopf. Und ich mache ja immer, was man mir sagt. Ne? Ich also die Hände hoch. Ich habe nachher Notarzt, sagte, warum hast du eigentlich ein rotes Gesicht, zu lange in der Sonne gestanden? Nein, sage ich, zu viel geklatscht. Aber, und das ist wieder bezeichnend für das Publikum beim Open Flair Festival, ich war bei Animal Cantaloupe auf dem Konzert, ja, und neben mir stand so ein 1,65 Meter großer Glatzkopf und sagte, Kollege, wenn du die Fresse selber polieren ein bisschen, ne, kannst du auch mich nehmen. Habe ich dann so immer getan. Das finde ich liberal, das ist Freiheit, ja, das ist super. Ja. So, jetzt aber mal zum Ernst der Sache. Drei Dinge wollte ich Ihnen und euch erzählen. Am Flair ist das kollektive Du. Ne? Ich hoffe, ihr seid nicht angepisst, wenn ich hier Du sage zu euch. Also drei Dinge zum Thema Freiheit, die möchte ich euch heute bei meinem Talk erzählen. Erstens, für mich heißt Freiheit, ich darf so sein, wie ich bin. Ich muss mich nicht verbiegen, ich darf das sagen, was ich denke, ich darf so leben, wie ich möchte, ich darf den Beruf wählen, der zu mir passt, ich darf mich mit den Menschen umgeben, die mir am Herzen liegen. Also wenig Druck von außen, sondern so eine Identität. Ich darf mich so, wie ich bin, wohlfühlen und okay fühlen, ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, Freiheit ist für mich sehr abhängig vom Ort. Je nachdem, wo ich bin, muss ich mich anders verhalten. Es gibt total freie Orte, wo ich durchatmen kann, wo ich aufatmen kann, wie bei diesem Festival hier. Manchmal gehört die Kirche leider nicht zu den Orten, wo ich denke, wow, hier ist Freiheit, hier fühle ich mich. Manchmal sind die echt eingeschränkte Orte und ich denke, oh, so viele Regeln, jetzt nichts Falsches sagen, nicht wahr? Ja, auch als Künstler, wir hatten ja ein paar auch provokante Leute hier, Kabarettisten, wie auch immer. Du bist ja immer so an der Grenze. Und es gibt also kritische Orte. Ich fand hier den Ort großartig. Und drittens, Freiheit ist auch immer irgendwie gefährdet. Das haben wir auch schon bei den Anspielen gehört. Und wir sollten irgendwie, wenn uns die Freiheit was wert ist, ja auch verteidigen. Erster Punkt, so sein dürfen, wie ich bin, finde ich für mich ganz wichtig und hat für mich eine körperliche Komponente. Das merkt man sofort. Ich stehe hier mit den kurzen Armen. Das ist eine sichtbare Behinderung. Und um es vorweg zu sagen, weil nachher, ich werde immer gefragt, wo kommt denn eigentlich her? Das ist die Standardfrage der Menschen, die mir begegnen, meistens übrigens von Kindern. Ich war in Paderborn, Fußgängerzone, war da langsam unterwegs, ein kleiner Junge, Familie, ne, der Junge, der war noch nicht in der Grundschule, und der guckte mich immer so. Jetzt habe ich mir angewöhnt, wenn kleine Kinder mich entdecken und mir angucken, ne, ich spreche die nicht an. Weil ich könnte natürlich sagen, was guckst du denn so, willst du wissen, warum ich gucke? Dann lauft die, ah, Mama! Ich habe mir angewöhnt, ich lasse die Menschen gucken, ich tue einfach so, als wenn ich das nicht merken würde. Und wenn der Junge sich traut, dann ist gut, wenn nicht, okay. Aber der hat sich dann irgendwann getraut. Warum hast du keine Hände? Und wenn Kinder dir eine Frage stellen, dann musst du ehrlich antworten. Abnutzung. Da hast du gesehen, wie der kleine Junge angefangen hat nachzudenken und ganz langsam seine Hände in die Hosentasche geschoben hat.
Während die Eltern dann eben so, oh, hoffentlich holt der Bub jemals die Hände wieder raus. Nein, ist natürlich völliger Quatsch. Ich sage immer, Hände, Hirn und Herz haben die schöne Angewohnheit, du sollst sie benutzen, nicht abnutzen. Nicht wahr? Also sie. Übrigens, es gibt auch erwachsene Leute, die mir diese Frage stellen. Ist tatsächlich wahr, hier auf dem Open Flair Festival hat mich niemand gefragt, Dortmund Fußgängerzone schon. So ein End-20er, über 5 Meter entfernt, so, ey, warum hast denn du keine Hände? Da habe ich dann geantwortet, missglückter Suizidversuch, falschrum auf die Gleise gelegt. Ja, ihr habt gemerkt, ich wollte testen, ob ich die Freiheit habe, einen solchen Scherz, der grenzwertig ist. Ich habe eine Zeit lang immer geantwortet, falsches Desinfektionsmittel. Aber dann war ich auf den Facebook-Seiten der Corona-Verleugner und so weiter, dann habe ich die Nummer wieder sein lassen. Also, nein, ich bin tatsächlich so geboren worden und natürlich musste ich mich mein Leben damit auseinandersetzen. Ich bin so, wie ich bin. Das ist übrigens die offenkundige Behinderung. Es gibt noch eine zweite, über die will ich nachher eine Geschichte erzählen. Eine zweite Behinderung, die sieht man, wenn ich so rumlaufe. Ich habe auch am rechten Bein eine Behinderung. Der Oberschenkel ist so 20, 25 Zentimeter zu kurz. Ich trage eine Orthoprothese, ne? Sieht man, da ich so ein bisschen leicht humple. Aber die Hose verdeckt das natürlich weitestgehend. Und das ist schön. Man kann manche Dinge, die einem so unangenehm sind, wo man denkt, oh, da bekomme ich bestimmt eine negative Reaktion, wenn die Menschen das entdecken. Man kann sie auch verstecken. Aber lange verstecken und ewig verstecken und in bestimmten Situationen zu verstecken, das wird auch manchmal schwierig. Ich wollte noch gerade ganz kurzen Gedanken, bevor ich die Geschichte zu dem Ich darf so sein, wie ich bin, erzählen. Freiheit ist abhängig vom Ort. Hier habe ich mich unglaublich frei gefühlt, auch hier auf der Waldbühne fühle ich mich gerade großartig. Und wenn du beim CSD in Köln, Christopher Street Day, die Regenbogen-Community, aber auch die ganz normalen Bürger, nicht wahr? Also völlig unabhängig von irgendwelche Mann, Frau, sexuelle Orientierung, wir feiern ein riesiges Fest und alle Menschen sind verrückt und die dürfen es so sein. Und wenn du das gleiche Fest in Moskau feiern willst, da wird es eng. Diese Community, die ist da echt im Geheimen. Also, ne, sich öffentlich verabreden, irgendwie ein Posting, Facebook, Leute, ne, wir kommen alle zusammen. Nee, der Ort ist natürlich wahnsinnig entscheidend. Und wir haben auf dieser Welt unglaublich viele Diktaturen mittlerweile. Ich denke da nicht nur an Russland, ne, China, totalitäres System, wenn du da irgendwas anderes denkst, sagst, wenn du da irgendwie, und die sind ja alle homophob oder fremdenfeindlich, immer die Leute, die nicht Mainstream sind, werden abgelehnt, nicht wahr? Künstler, so ein Festival hier, Moskau, Peking, die ganzen Verrückten, nee, ehemalige DDR. Die ganzen Diktaturen sagen, diese total verrückten Spinner, die mal irgendwie anders außergewöhnlich sind, die Propheten übrigens waren genauso, ja? Jesaja ist 3 Jahre lang nackt rumgelaufen. Ich habe auch überlegt, mache ich das hier? Also es hätte einen Vorteil gehabt, mein Bekanntheitsgrad wäre sehr gestiegen und ich schätze, nächstes Jahr wäre die Waldbühne überlaufen, nicht wahr? Dachte aber bei mir selber, Rainer, du willst auch keinen Neid schüren. Oder Mitleid erregen, ich weiß es ja auch nicht. Ich habe also dann doch gesagt, komm, zieh dich ordentlich an. Genau. Also der Ort ist schon ganz entscheidend, auch für mich, wie frei ich mich fühle. Und das dritte, Freiheit ist immer gefährdet, manchmal von außen von Gewalt. Ukraine, wir haben es eben gesehen, da gibt es Leute, die setzen Waffen ein, die bedrängen Menschen, aber natürlich nicht nur Ukraine. Es gibt viele Brennpunkte in Zentralafrika, wo Bürgerkriege herrschen, wo Menschen sich einschränken, Gewalt antun, wie auch immer, aber auch durch Armut. Die beiden, die hier gerade beim Grillen waren, ne, haben die den Preis eigentlich freiwillig bezahlt? Ja, ich kann ich mir nicht mehr leisten, Dosenbier. Übrigens kann ich hier so ein Dosenbier, das wäre auch ein schönes Foto mal für die Presse. Dosenbier beim Predigen? Nee, habt ihr schon ausgetrunken? Ne? Ach nein, da kommen sie. Ja, super. Vielen Dank. Ja, sehr schön. Machen wir jetzt weiter? Okay, danke. Jetzt kommt die Presse direkt. Ja, super. Wollte sagen, leider gibt es auch ein Branding hier. Ich stelle nicht auf dem Altar. Ich stelle das Dosenbier mal hier zu den Handmikros. Ich finde es super, ne? Immer wenn ihr aufgetreten seid, erstmal zum Handmikro. Leute, kauft euch ein Headset. Wer braucht kein Handmikro? Es hat Vorteile, keine Hände zu haben, nicht wahr? Also Armut. Manche Leute können gar nicht freiwillig weniger konsumieren, weil sie haben gar nicht genug. Denen steht das Wasser gerade bis zum Hals, nicht wahr? Ist also ein großes Problem. Und ein dritter Punkt von außen, Ablehnung.
In unserer Gesellschaft gibt es so eine Empörungskultur, immer mehr Hass. Hier traue ich mich, das zu sagen, was ich sagen möchte. Und ich werde nachher tatsächlich eine Geschichte, die mir selber nahe geht, erzählen. Aber im Internet, da bin ich vorsichtig. Ein falsches Post, nicht wahr? Ein falsches Post. Lisa Maria Kellermeier, die österreichische Landärztin, hat einen falschen Post, hat nämlich gesagt, Corona-Diktatur, die versperren gerade Zufahrt zum Klinikum und für den Rettungswagen. Das haben die Leute mitbekommen. Es gab einen, na, man kann nicht mehr sagen, dass es irgendwie ein Shitstorm war. Es gab eine Welle des Hasses, Morddrohungen und so weiter. Die ist mehrfach angegriffen worden, hat ihre Praxis zu einem Bunker mehrfach, persönlich und so weiter. Am 29. Juli hat sie sich selber das Leben genommen, weil der Druck so groß war, weil ihre Freiheit so eingeschränkt wurde. Also, es gibt Orte, da bist du vorsichtig und völlig zu Recht. Und ich will euch heute eine Geschichte erzählen, wo ich einen Ort hatte, wo ich nicht vorsichtig sein musste, aus meiner Jugendzeit. Ich war 14 Jahre alt. Ich komme aus einer stinknormalen Familie, nicht allzu wohlhabend. Mein Papa, normaler Arbeiter, meine Mama, Hausfrau, Haus gebaut. Es reichte so gerade eben. Pullover wurden selber gestrickt, die Kinder anziehen mussten. Und dann Tante und Onkel sagten, hör mal, wollt ihr nicht eure beiden Söhne mit auf eine Familienfreizeit schicken? Ich sag Familienfreizeit, Urlaub, zum ersten Mal ohne Eltern, mit meinem Bruder, mit meinen beiden Cousins, geil. Es gab ein kleines Problem. Freizeithaus, 6 bis 8 Bettzimmer. Dachte ich, Mist. Ich meine, 3, ne, mein Bruder, 2 Cousins, 4 Leute sind wir schon mal, aber kommen mindestens 2 Fremde dazu. Und ich hatte meine versteckte Behinderung, Beinprothese. Wenn ich die ausziehe, bin ich mal sofort 25 cm kleiner. Das rechte Bein sieht auch nicht ganz so ansehnlich aus. Dachte ich, oh, was werden die sagen? Wie werden die auf mich reagieren? Ah, ein Fall. Ich werde einfach als Letztes ins Bett gehen oder wenn ich vorher ins Bett gehe, ausziehen, Prothese unter Bett, Decke drüber, morgens als Erstes aufstehen, unter die Dusche, wenn die anderen wach werden, ich bin schon klar. Super Idee, wir haben uns angemeldet und es war eine fantastische Freizeit. 30 Jugendliche, alle gut drauf. Ich ahnte, hier ist Freiheit. Und ich guckte mir auch schon mal ein paar Mädchen an. Super. Und dann kam der 3. Freizeittag, 28 Grad, die ganze Jugendgruppe, wir ins Freibad. Ich dachte, oh, Freibad, da muss ich ja die Hosen runterlassen. Da muss ich zeigen, wie ich bin, wie mein Körper ist. Und da war ich nicht stolz drauf. Ich habe also nicht wie Contra K, ne, hier nackt im Oberkörper tätowiert, den ganzen Abend so, ja, boah, ich bin der Gorilla. Also, ne, ich, Contra K ist kein Gorilla, der hat geile Musik gemacht. Aber meinen Körper fand ich damals nicht so gut. Und ich weiß, dass Jugendliche, aber auch Erwachsene und so weiter, darf ich so sein? Wenn ich zu fett werde, wenn ich zu alt werde, wenn ich zu schwabbelig werde, wenn ich behindert und unansehnlich bin. Ich zu meinem Bruder, sag mal, Edgar, ich kann das nicht, ne? Die Hosen runterlassen, damit, und dann über die Wiese laufen, dann kriegen das alle mit. Mein Bruder hat das Problem verstanden, sagte, alles klar, wir bleiben auf dem Freizeitgelände. Nach 3 Stunden kamen die zurück, ich mir ein paar Ausreden, naja, schwimmen war noch nie meine Welt, bla bla bla. Abends in meinem Bett, lieber Gott, morgen muss es regnen. Gott, er hört unsere Gebete immer anders, als wir wollen. Am nächsten Tag 33 Grad. Und die ganze Jugendgruppe, hey, Freibad, ich wieder zu meinem Bruder Edgar, was machen wir denn heute? Sagt er, also ich gehe schwimmen. Ich sage, Ede, das kannst du mir nicht antun. Rainer, die 2 Wochen werden jetzt permanent 30 Grad und die gehen immer ins Freibad. Wir werden die größten Außenseiter, das wird der schlimmste Urlaub unseres ganzen Lebens. Wir müssen damit gehen. Hab mit meinem Bruder einen Vertrag geschlossen. Okay, wir setzen uns ganz nah ans Becken. Du legst mir ein Handtuch drüber, dann springe ich aus der Prothese raus, spring ins Wasser, schwimme. Nach 1,5 Stunden hilfst du mir wieder beim Anziehen. Das geht alles so schnell, die kriegen das gar nicht mit. Wir kamen ins Freibad. Teil 1 unseres Planes, wir legen uns nah ans Becken. Nein, eine große Hecke rund um das Becken. Aber die anderen hatten uns schon gesehen und mir fiel beim besten Willen keine Ausrede ein. Und ich habe gedacht, okay, reine Augen zu und durch. Dahingesetzt, ausgezogen, überhaupt nicht geguckt, ob die anderen mich beobachten. Ins Becken, halbe Stunde, Stunde, nach 1,5 Stunden wurde ich langsam müde, immer unter der Hecke. Na, ist die Jugendgruppe noch da? Ja, die waren, aber die lösten sich langsam auf. Irgendwann nur noch 5 Leute, ich völlig am Arsch, aus dem Becken, mich mit dem Rücken zu den Leuten. Mein Bruder hat mir geholfen beim Anziehen. Wir wieder aufs Freizeitgelände. Ich dachte, puh, das ist ja nochmal gut gegangen. Hat ja keiner was gemerkt, hat mich keiner angesprochen. Abends, nach dem Abendbrot, lief ich von dem Essenssaal zum Unterbringungstrakt. Breiter Gang, kommt mir ein Mädchen entgegen. Ich denke, alles klar, ist ja breit genug. Plötzlich wechselt die Seite. Ich denke, oh, wechsel ich die Seite. Wupp, wieder zurück. Baut sich vor mir auf und dachte,
Ich hab ja gar nicht gewusst, dass du eine Beinprothese trägst. Und ich, was kommt jetzt? Das finde ich aber super, dass du mit uns schwimmen gegangen bist und Mut hätte ich nicht gehabt. Und da hatte ich den Einfall meines Lebens und habe geantwortet, naja, soll ich mich schämen für mich selbst? Hab mich ja nicht selber gemacht, das war der liebe Gott. Es war... Es war, wenn man so will, die sinnvollste Lüge meines Lebens. Ich meine, es stimmte, ich musste mich eigentlich nicht schämen, aber ich habe mich geschämt. Aber dadurch, dass dieses Mädchen mich positiv bewertet hat, die hat gar nichts über mein Bein gesagt, sondern, ey, du bist mutig, das hätte ich mir nicht getraut, das finde ich aber großartig. Und tatsächlich, es war der schönste Urlaub meines Lebens. 2 Wochen jedes Mal ins Freibad mit den anderen Leuten Fußball gespielt. Ich habe dann irgendwann die kurze Hose angezogen, also nicht nackt, aber in kurzer Hose rumgelaufen, Volleyball mit den Kindern gespielt. Und man hat irgendwie alles so gemacht, wie es eben ging. Und ich dachte, danke. Dieses Mädchen, die gesagt hat, ich finde das gut, du bist irgendwie außergewöhnlich, aber ich werte dich nicht ab, ich beleidige dich nicht, ich ziehe dich nicht irgendwie so komisch, eklig und so weiter. Also dieses Mädchen, fand ich, hat für mich in der persönlichen Entwicklung einen riesigen Schritt gebracht. Ich will zu mir stehen und wenn Menschen negativ darauf reagieren, dann muss ich eben sagen, okay, das kann passieren, aber ich will mich nicht einschränken lassen. Ich glaube, das war ein Schlüsselerlebnis, was ich damals gelernt habe. Und seitdem denke ich immer, Rainer, du musst dich auch verhalten wie dieses Mädchen. Du darfst nicht Menschen beleidigen, herabwürdigen, wie auch immer. Du kannst Argumente kritisieren, aber nicht Menschen abwerten. Ja, ich finde auch, dass der Bundesfinanzminister ein... Der Autor dieser Predigt hat diesen beleidigenden, diffamierenden und abwertenden Teil der seiner Predigt selbstständig zensiert. Das finde ich auch, weil 9-Euro-Ticket war mit ihm nicht möglich. Ah, Schuldenbremse, aber jetzt ein Förderprogramm, 10 Milliarden kostet es. Und wer profitiert? Zu 80% Menschen, die sowieso genug verdienen. Das ist eine echte bodenlose Frechheit. Der heiratet in der Kirche. Wer verheiratet ihn? Ja, ein größter theologischer Atheist, Peter Sloterdijk, der gesagt hat, sogar ein toter Gott ist ein gefährlicher Gott. Der macht Klientelpolitik. Und seine Politik, die will ich kritisieren. Aber diesen Menschen werde ich nicht nennen. Oder wie auch immer, aber natürlich, und das finde ich ist eine Kultur, wenn wir die ins Internet bekämen, nicht wahr, Argumente, aber du kriegst sofort Hassmails und so weiter, lass uns so miteinander umgehen, dass wir die Menschen nicht einschränken und trotzdem ehrlich sind. Und die Freiheitskämpfer in der Ukraine oder wo sie gerade alle sind auf dieser Welt, die sagen, in Hongkong, es hat nicht geklappt, ne? Belarus, es gab Wellen von Widerstand, die letzten waren übrigens die Großmütter, die gekämpft haben, der Widerstand zerschlagen. Man traut sich nichts mehr. Die Menschen leben in Angst und Schrecken. Manche riskieren noch was. Es ist aber wahnsinnig gefährlich. Und wenn wir genießen, dass wir sagen dürfen, was wir wollen, selbst Corona-Leugner, ich bin keiner, aber ich finde okay, dass sie in diesem Land sagen dürfen, was sie wollen, nur Hass nicht. Nazis dürfen sagen, dass sie mit meiner Demokratie nicht zufrieden sind. Aber Hass und Gewalt und Brutalität, da ist die Grenze der Freiheit für mich. Und alle Menschen, die argumentieren, und seitdem nehme ich mir vor, Rainer, vermehr doch die Freiheit. Geh mit anderen Menschen so um, dass sie sich entfalten können. Wenn es Argumente gibt, die ich nicht teile, okay. Ich weiß ja auch nicht, ne? Ich bin ja nicht der Allwissende. Das haben wir ja alle nicht. Sind wir mal bescheiden. Aber lass uns dafür eintreten, dass tatsächlich Menschen so leben dürfen, wie sie wollen, in Freiheit, in Demokratie, frei von Gewalt, frei von Hass und Ablehnung. Und wenn das sozusagen die Lektion wird, dann glaube ich ja, dass man tatsächlich auch ein bisschen frei wird von sich selber. Ich muss ja nicht immer total empört sein, oder? Nee, muss ich wirklich nicht. Ich war, kleine Abschlussgeschichte, Paderborn Hotel. Sehr fein, ich kam da rein, der junge Mann hinter dem Tresen hatte mich noch gar nicht bemerkt. Ich sage, guten Tag, ich bin Rainer Schmidt, für mich wurde vom Veranstalter hier so und so ein Zimmer für eine Nacht reserviert. Intuitiv erhob sich der junge Mann, in der Hand einen Zettel, wie ich annahm, der Meldeschein, er blickte mich, oh, und ließ ganz langsam den Zettel sinken.
Ich sagte zu ihm, ich soll bestimmt den Meldeschein ausfüllen. Ach nö, ist nicht so wichtig. Ich sage, also in anderen Hotels muss ich den immer ausfüllen. Ich könnte ja wenigstens unterschreiben. Echt? Und da hast du gesehen, wie der junge Mann nachdachte, so nach dem Motto, eine schöne Handschrift wird der Typ nicht haben. Und dann hatte er eine Idee, sein Gesicht erhellte sich, er nahm Zettel und Stift, wollte gerade beides auf den Counter ablegen und sagte dann noch schnell zu mir, oh, wissen Sie was? Machen Sie einfach einen Kringel. Ich habe dann mit Rainer Kringel unterschrieben. Muss ich immer empört sein, wenn die Menschen sich mal irgendwie anders verhalten, als ich erwarte? Leute, Gottes Friede, Gottes Freiheit sei mit euch. Danke, Amen. Großartige Predigt, möchte ich anmerken. Ich bin nicht sehr kirchenaffin. Ich besuche die Kirche nie. Und das hat mich aber sehr angesprochen. Wie Sie sehen, passe ich auch nicht wirklich ins Regime. So, ja, ich bin übergewichtig. Ne? Das liegt aber daran, dass ich ein Endorsement bei Burger King habe. Das ist also meine eigene Schuld. Aber ich habe auch eine lange Mobbing-Laufbahn hinter mir. Ich rede jetzt aber gar nicht mehr. Das nächste Stück heißt Spaceship. Vielen Dank auf jeden Fall. Das hat mich sehr inspiriert. From falling through the peril of denial, and then again I feel you through the cloudy silver night. Yeah, yeah. Please help me from falling through the peril of the night. And I'm up here in my spaceship. I'm leaving now for real. Don't mind, 'cause I will come back on your soul. I will rely. As long as I can touch you through the cloudy nights, please help me from falling through the peril of disguise. I will shine back on your soul. I will rely. Yes, I'm up here in my spaceship. I'm leaving now for real. Don't mind, 'cause I will shine your soul. I will rely.
Aufgrund von Verfolgung, Unterdrückung und Gewalt sind viele Menschen weltweit in ihrer persönlichen Freiheit eingeschränkt. Wir bitten dich, Gott, dass du die Urheber zur Einsicht führst und den unter ihnen Leidenden die Kraft schenkst, die sie benötigen, um sich in ihrer Situation zu behaupten. Guter Gott, fassungslos schauen wir auf die Kriegsschauplätze unserer Welt, insbesondere in die Ukraine, und bitten für die Soldaten, die ihr Heimatland verteidigen, dass du sie bestärkst, mit unserer Unterstützung für die Freiheit einzustehen. Für die Geflüchteten, dass sie ihre Heimat nicht dauerhaft verlieren, für Oppositionelle in Russland, dass sie den Mut nicht verlieren, gegen das Unrechtsregime ihre Stimme zu erheben. Guter Gott, du hast die Welt bunt und vielfältig geschaffen. Gib allen Menschen den Raum und den Mut, diese Diversität leben zu dürfen. Schenke ihnen Mut und den Antrieb, auf ihren Weg weiterzugehen, auch wenn ihnen Unverständnis und Widerstände begegnen. Für uns selbst bitten wir dich, Gott, dass wir nicht verzweifeln und Wege finden, mit der eigenen Unsicherheit umzugehen, ohne dabei vor dem Leid in der Welt die Augen zu verschließen. Ach, lass uns nicht hilflos auf die Zukunft deiner Schöpfung blicken. In der Stille bringen wir vor dich, was uns auf dem Herzen liegt. Gemeinsam beten wir mit den Worten, die Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut, für die Ängste, für die Sorgen, für das Leben heute und morgen. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut, für die Wahrheit einzustehen und die Not um uns zu sehen. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut, für die Zeit, in der wir leben, für die Liebe, die wir geben. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut, für die vielen kleinen Schritte, Gott, bleib du in unserer Mitte. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut. Wenn ihr diese herrliche Waldbühne verlasst nach dem Gottesdienst, bitten wir euch, nochmal in euer Portemonnaie zu gucken, ob ihr noch eine Kleinigkeit drin habt, die ihr entbehren könnt. Wir wollen eine Kollekte sammeln und die wollen wir sammeln für alle, die geflüchtet sind. Für alle, die keine Heimat mehr haben und die teilweise zu Gast bei uns sind und die Heimat hier neu finden wollen und das mit unserer Unterstützung. Und deshalb wollen wir die Kollekte heute sammeln für den Flüchtlingshilfsfonds der Diakonie des Werra-Meißner-Kreises. Ganz herzlichen Dank. Und nun empfangt den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen. If you ever
change your mind. Your sweet love, bring it on home to me.